Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier. Wir testen heute das beste Fried Chicken Sandwich in ganz München. Fairfax Express. Den kenne ich schon länger, da war ich schon öfters, aber nicht seitdem ich Content wieder durchziehe. Randy G war auch am Start. Und der kritische, noch kritischere Boss ist auch am Start. Der ist ein sehr großer Fried Chicken Fan. Denkst du, die können dich überzeugen hier? Ich denke, ja. So. Es gibt es nur am Wochenende. Nachdem wir die Karte lange studiert haben, haben wir uns entschieden. Es gibt ein Chicken Waffles, ein Breakfast Burrito, ein Nashville Hot Sandwich und Garlic Pump. Danke dir. Ein Burrito halbiert. Yes. Die Parmesan Garlic Fries. Yes. Chicken Waffles. Ja. Yes. Und schätze ich mal, ist dein Original. Genau. Das wird die Dame, genau. Lass es euch schmecken. Dankeschön. Danke. Fried Chicken Sandwich Experte. Ja, Experte nicht, weil es gibt ja nirgends immer. Ja, du willst ja deinen eigenen Laden aufmachen. Du so, ja, das ist voll einfach. Oh mein Gott, das muss ich essen. Hat schon gut Schärfe. Alter Schwede. Also off-camera hat er noch gesagt, ja, drei Feuerzeichen, das ist gar nichts Deutsches. Deutsche Schärfe und so. Das ist top. Fast zu scharf, sag ich immer. Ja, das ist deine Schuld. Fast zu scharf. Das ist... Kann was. Genau, es kann was, ja. Geiles Brioche-Bun. Gutes Chicken. Schärfe baut sich auch. Also jetzt, das war jetzt nicht so erst ein bisschen, boah, shit, alles on fire. Noch hält sie sich dezent im Hintergrund. Der Saft ist da. Chicken ist saftig, geile Soßen. Geile Kräuter. Geiles Brot. So das perfekte Hangover-Food. Schwamm ist sehr gut. Nicht ganz so knusprig wie bei Hans Kebab. Aber das wollte ich sagen. Aber der Geschmack ist geil. Mit mehr Crunch wäre es noch besser. Ja. Dezent, nicht zu viel Soße. Nicht zu flüssig die Soße. Haben sie sich gut überlegt. Das ist der Burrito. Breakfast. Das sind quasi Kartoffeln, die mit drin sind, ne? Frittierte oder was ist das? Ja, Tater-Tots nennen die sich das. Tater Tot, Ei, Chicken. Ei auch. Ja, das ist ein Breakfast Burrito. Hattest du den schon? Ja, hatte ich schon, ja. Die Kombo ist richtig gut. Warte. Vielleicht ein bisschen zu trocken. Deswegen. Nee. Einfach so ein bisschen drüber. Ja. Weißt du, was das ist? Steht da nicht. Ich glaube, so Guacamole-mäßig irgendwie sowas. Weniger Eingeschmack, finde ich. Wenig Eingeschmack. Man merkt so schon irgendwie so ein bisschen was, aber. Ja. Ich finde, also insgesamt ist es richtig gut, aber. Ich finde, die Kartoffeln nehmen ein bisschen Geschmack weg vom anderen. Kartoffeln, ja. Weißt du, was du meinst? Das Äußere richtig geil. Nicht durchgeweicht, nicht wie bei Hatay Dürüm. Shots fired. Hier schön, auch schön geil angebraten hier draußen. Also ich finde bei meinem bisschen wenig Chicken hier. Ich habe eine Menge Kartoffeln. Ja. Hier ein bisschen Chicken, aber das war's. Ah,
Ja, der ist geil, der ist so richtig dreckig. Ja. Aber merkst du das Ei? Ja. Also ich habe schon das Gefühl, dass zu viel Kartoffel drin ist. Dazu kommen wir am Ende. So. Sirup muss drüber, oder? Safe. So richtig saftig über das Chicken was. Richtig gottlose Kombo. Also komplett raushauen, komplettes Ding. Warte. Lass mich erstmal. Das ist Ahornsirup, safe. Das ist Ahornsirup, oder? Ja, man. Richtig süß. Okay, also komplett drüberhauen. Ja. Ja, wie splitten wir das dann auf? Oder wollen wir erst so in zwei Portionen machen? Ich gebe dir die Hälfte rüber, nimm dir ein Chicken und Hälfte von der Waffel, dann hauen wir drüber. Sonst kannst du es nicht mehr nehmen danach. Ja, wieso kann ich es dann nicht mehr nehmen? Das ist doch ein Chicken. Okay. Du kannst ein Chicken hier hin. Ja, okay, gut. Dann kannst du ein Chicken hier hin. Ja, okay, gut. Und dann die Waffe können wir ja hier teilen. Okay, warte, dann haben wir ein Messer oder irgendwas? Nee, ne? Aber ich teile schon mal die Waffe. Ich teile einfach mal. Alright. Jeder letzte Tropfen raus. Oh Gott. Wenn es jetzt so scharf ist wie davor, ne? Muss es ja sein. Es nee, es muss gleich, so scharf oder? Sein wie der hier. Leicht scharf. Okay. Leicht scharf haben wir für die genommen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist so eine. Du isst es und du willst eigentlich erwartet was komplett anderes vom Geschmack und isst einfach süß. Ich sag, du musst es wirklich in einem essen. Wie so ein Sandwich. Mhm. Weil es ist, wenn du das alleine mit dem Sirup isst, ist es so süß. Ich probier mal. Das ist krank, wirklich. Oh, lecker. Nimm mal das andere Stück oder so. Boah, aber das ist genauso scharf wie der Burger. Okay. 100%. Aber wie soll es denn sein? Also soll es so sein, dass man ab und zu was Salziges hat und dann gönnt man sich ein bisschen Waffe und Sirup? Oder soll es ein Ding sein, das zusammen seine Geschmacksdinger da entfaltet? Du musst es zusammen, es ist zu süß, Mann. Du kannst es nicht pur essen. Ja, was, wenn du ab und zu das Chicken isst und dann gönnst du dir mal ein bisschen davon und dann hast du, bist du wieder so. Chicken. Aber hast du schon jemals wirklich diese Kombo gegessen? Super süß und scharf. Habe ich noch nie gegessen. Super süß und scharf, nein. Siehst du, das ist irgendwie komisch. Ich hab diese Süße, aber es ist so scharf, das Zeug. Das ist geisteskrank. Aber es ist gut oder schlecht? Ich muss mir überlegen, was ich davon halten soll. Oh mein Gott. Was sagst du zu dieser Kombo? Ich kann sie überhaupt nicht sagen. Es ist super scharf auch übrigens, das ist kein Witz. Du merkst es so nach dem ersten Abgang. Ich weiß noch nicht so. Das ist weird. Das ist noch ein bisschen anzuziehen. Ja. Noch mehr? Ich habe nicht mehr so viel, du hast ja schon alles gegessen. Gut oder schlecht? Ja, das ist die Frage, gut oder schlecht? Das frage ich mich auch. Ich sag nicht schlecht, aber auch kein Grund, es zu bestellen. Ja, ich sag auch keinen Grund zu bestellen. War schon auch scharf, ne? Es ist hart scharf. Ja, weil er extra scharf bestellt hat. Nein, nicht extra scharf. In jedem Fall kann ich bitte scharf sein. Ja? Ja, da musst du Nein sagen. Das war nur der Waffelcheck. Ob das die gute Waffe? Oh, ist so scharf. Das Silber ist auch gut. Zum Glück habe ich es am Ende gegessen. Jetzt zur Kombo. Das war nur das Chicken. Wobei, das ist schon voll mit Soße. Sirup. Oh, ja. Hast du zusammen gegessen? Das ist so ein Spaß, der bleibt hier, weißt du? Also wir gehen nirgends im Finger und bleibt nur im Mund. Oh, was soll ich sagen? Ja. Yeah. Die Waffe ist lecker, schön süß. Das Chicken ist gut, schön scharf. Nein, das ist die Kombo gut. Für Vanille ist es gut und Chicken ist gut, aber die Frage ist, ist es zusammen?
Da gibt es noch Schlagsahne oben drauf. Ich würde es fühlen. Würdest du fühlen? Ich glaube, ich würde es echt fühlen, ja. Also jetzt ohne die Waffel, also nur Sirup ist gar nicht so süß, das ist so ein bisschen so irgendwie so eine Honey Glazed, irgendwie so Marinade oder so. Ich glaube, es würde geil kommen ohne den Sirup. Ich glaube, es würde geil kommen, wenn es weniger scharf wäre. Ich würde sagen, es kommt geil ohne die Waffel. Aber jetzt nur so mit dem Sirup. Sirup. Das ist halt so ein bisschen Honey Glazed mäßig. Ja. Muss man fühlen. Ich kann es verstehen, wenn irgendjemand es fühlt. Kannst du verstehen? Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Also die Leute, die das essen, sind jetzt keine Freaks in meinen Augen. Ja, stimmt. Aber wann entscheidest du dich jemals dazu, es zu essen, wenn du auch einen sehr geilen Sandwich haben kannst? Es gibt so Leute, die haben mehrere Cravings auf einmal. Dann bestellt man die nacheinander. Nachdem er das Rating Game wirklich studiert hat, Bachelor gemacht hat, hat er jetzt ein Rating. Okay, das Sandwich eindeutig am besten. Okay. Und ich finde, also ich, mir war er zu scharf, ich würde den Original nehmen. Heißt, ich würde den Original, gebe ich eine 9 von 10. Ja. Dem, den wir hatten, gebe ich eine 8 von 10. Aber eigentlich nur, weil er mir zu scharf war. Also ich würde raten, den normalen zu nehmen. Gibt keinen Grund, das so scharf zu nehmen, finde ich. Dann Burrito, 7 von 10. Ja. Für mich? War gut, aber vielleicht ein bisschen zu wenig Chicken und es war mir auch ehrlich gesagt ein bisschen zu trocken. Ich hätte gerne mehr Soße und... Es war zu viel Kartoffel irgendwie, man hat zu viel Kartoffel geschmeckt. Ich finde das Chicken hast du eigentlich nur vom Crunch her gemerkt, aber nicht jetzt irgendwie vom Geschmack. Und Chicken in Waffle, unnötig. Ich sag mal so, wahrscheinlich ist es, also das Chicken war alles gut, hat genauso geschmeckt wie vom Burger, aber Combo ist irgendwie weird. Vielleicht eine 5 von 10 oder 6 von 10. Aber die Combo ist absolut unnötig. Und die Fries... Fries ist... 7,5. Interessant, also die Pommes an sich sind stabil. Eine 7. Wenn es nur die Pommes wären, aber mit diesem Topping, was nochmal anders ist, gebe ich dem eine 8. Burrito gebe ich 7,5. Der ist ja. Wenn du jetzt so für den Alltag so normal wie hierher kommst, ist das, glaube ich, nicht so mein Ding. Aber ja. Ich kann mir schon Situationen vorstellen, wo ich richtig, richtig Bock auf den habe. Ja. Und wo der dann so 9, 9,5, 10 von 10 so richtig hittet. Unser Sandwich, ja. Auch 8 von 10, das war solide. Eigentlich nicht nur solide, das war ziemlich gut. Den anderen kenne ich, den mag ich auch lieber. Ich mag es auch nicht so scharf, aber fand die Schärfe jetzt hier bei dem nicht so. Nicht so hart. Ich sag es war genau. Nee, ich meinte bei dem unseren. Ach so, ja. Die Schärfe ging noch klar. Ja. Und ja, Chicken Waffles, auch nicht mein Ding. Aber du musst dazu sagen, du isst schon sehr scharf, wenn du sagst, dass das Normale für dich ist, weil es ist schon scharf. Es ist schon scharf, ja. Also, aber wenn es ging noch klar. Wenn du normal bist und es nicht gewohnt bist, dann ist es. Viel too much. Das hat auch drei Feuerzeichen, also normales würden das glaube ich nicht bestellen. Yeah. Mm, Chicken ist gut bei Chicken und Waffles, Waffles ist gut. Sirup zusammen ist gut. Werden sie aber schlechter, nicht besser. Ja. Jo, was geht Leute? Outro Time. Fairfax Express, so ein kranker Laden. Richtig geiles Cheat Meal Food. Mein Gott ey, das hat mich noch den ganzen Tag gesättigt. Fried Chicken, immer geil, in einem geilen Brioche-Bun. Der Burrito hittet anders, wenn man so richtig diese Cravings hat. Ja, Chicken and Waffles hat man mal jetzt ausprobiert, aber ich check nicht, was die Amerikaner mit diesen Chicken and Waffles haben. 100% vom Herzen kann man empfehlen, wenn man in München ist, wenn man auf solche dirty, dirty Sachen steht, wenn man einen Cheat Day hat, check den auf jeden Fall ab. Das war's von mir, wie immer, liken, subscribe, kommentieren, check die Videos, folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr wisst, Bitcoin, die Crypto Cash, we're gonna get in, jeden Tag tracking serious business und ciao.